Leute, ich habe echt Redebedarf. Wenn wir kurz das Spiel Revue passieren lassen, mit der Mannschaft, ja, die wir am Sonntag auf dem Platz standen, darfst du auf gar keinen Fall 11 Dinger kassieren. Ne, da waren gestandene Spieler drauf, unser eigentlich gesamter Kader war da, ja, und das war wirklich, wirklich ein Armutszeugnis. Es war irgendwo, irgendwer hat das so in den Raum geworfen, habe ich so mit einem Ohr gehört, Arbeitsverweigerung. Das trifft es wirklich zu. Ich will, dass die Mannschaft wieder nach vorne kommt, dass sie erfolgreich ist und dass halt wieder positive Schlagzeilen über Jan Mosey geführt wird. Wenn ich Latte treffe, nehme ich von euch allen eine Cola. Ich nicht. Aha. Ding Dong. 20 Cola. Gut, gut, gut. Also ich habe das Denken tatsächlich mit Fußball angefangen. An die Zeit davor kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. Ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater damals zu meiner Schwester gesagt hat, bring den Jungen mal nach oben zu dem Fußballverein, ne? Der soll da mal Fußball spielen. Nach hinten, nach vorne, Vollspann, okay? Hier sieht's auch gut aus. Bis zu meiner Profikarriere war es ein echt langer Weg. Ich wurde schon, seitdem ich, keine Ahnung, 7, 8 Jahre alt bin, wurde mir immer nur auf die Schultern geklopft und gesagt, aus dem Jungen wird mein Profi, aus dem Jungen wird mein Profi. Und dann verfolgst du natürlich diesen Ziel. Ja! Aufmachen! Ja! Aha, gut, Çağdaş, Junge! Jan Mosey ist ein türkischer Verein. Und da ich ja auch Türke bin, ist es immer bei mir so ein Gefühl gewesen, für die türkischen Vereine irgendwie da zu sein. Das ist das, was eigentlich den Kick für mich gibt. Zum Fußballspielen gehört nun mal Erfolg. Ob es jetzt in der untersten Kreisklasse ist oder in der Champions League ist. Kein Fußballverein der Welt spielt Fußball, um irgendwie zu verlieren oder um nicht zu gewinnen. Ich freue mich einfach nur. Es ist Vorfreude. Ich habe nur Vorfreude und ich habe echt ein gutes Gefühl. Wir haben die Gegner gut analysiert und wir sind bereit, die zu ärgern. Dass alle erstmal pünktlich da sind, das ist das Allerwichtigste für mich. Moin! Den hängen wir mal hier auf. Meinst du rot, schwarz? Wo sind Sie denn, Junge? Wo sind Sie denn? Och, mein Gott. Aber Favas kommt auch, oder? Also kommt später, oder was? Oh, nun! Kommen Sie mal ins Büro, bitte. Wo kommst du denn? Direkt aus der Disco, oder was? Wie geht's, Maschine? Mir geht's gut. Ich habe Freitag U32 gespielt. Bank, safe. Ich baue auf. Bis gleich, Männer. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Also man merkt das ja schon mal vorher, wie die Jungs so eingestellt sind, sind sehr fokussiert. Wenn ich so in die Gesichter gucke, sind sehr, sehr konzentriert. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Orange jetzt Orange! Jawohl, jawohl! Ey, Memo, hast du es immer noch nicht verstanden? Alter, ey, da braucht man wirklich kein Abitur. Wer fertig ist, rein! Ab jetzt heißt es, wer qualifiziert sich von uns jetzt im Team für die Mammutaufgabe, unsere Mission, den Nichtabstieg. Ja? Hier in den beiden Spielen und dann in der Vorbereitung heißt es, ich biete mich an, Trainer, auf mich kannst du dich verlassen. Ich gehe mit dir diesen Schritt und wir werden nicht absteigen. Heute ist nochmal ein Test. Die Jungs sind heiß, ja? Aber was uns auszeichnet, ist der Kampf. Wir kämpfen. Die sind vielleicht fußballerisch besser, aber unser Herz ist stärker. Ja? Geht raus, zeigt denen, dass ihr heute können sie hier noch nicht feiern. Ja?
Nächste Woche von mir aus, aber heute gibt es hier nichts zu holen. Also geht's los, hol die drei Punkte. Der Rasengeruch, der Kampf im Spiel, die Freude, wenn man ein Tor schießt, die Traurigkeit, wenn man ein Spiel verliert. Es sind halt wahnsinns viele Sachen, die mich halt emotional an den Fußball binden und was ich halt so wirklich lieben gelernt habe und was ich auch niemals verlieren will. Komm mal sie weg heute, oder was? Jawohl! Jawohl, Lucien! Komm, Luis, komm, Luis! Schade! Gut, und jetzt? Okay, bravo. Bravo, Lucien, bleib drauf, bleib drauf! Komm, und da jetzt! Ah, Scherben besser! Geh ab! Jetzt! Ah! Mit Tempo rein! Das ist die Scheiße unten, Alter! Komm, Lucien, hoch! Gefährlich, diese Scheiße, Alter! Mein Ziel für die Saison ist, glasklar die Klasse zu halten. Wir wollen Bezirksliga-Fußball spielen. Der Verein will Bezirksliga-Fußball spielen. Ich als Trainer will Bezirksliga-Fußball spielen. Rein damit! Nein! Wir sagen es doch vorher! Als Spieler war ich schon sehr emotional, als Kapitän war ich sehr emotional und als Trainer bin ich natürlich auch sehr emotional, auch am Spielfeldrand. Ich bin laut, liegt daran, weil ich halt mir nicht anders weiß zu helfen. Haben das Scheiße, Alter, ich sag Ihnen das jedes Mal, ey, er rafft es nicht. Lass ich ihn Innenverteidiger spielen, spielt er Sechser. Lass ihn Sechser spielen, spielt er Zehner. Ich raff es nicht. Wir sagen Überzahl, jeder Ball kommt durch die Mitte. Außen, der ist frei, links, jeder Ball ist frei. Keiner kommt zurück, alle bleiben stehen. Und wir sagen aber aggressives Mittelfeldpressing. Wir sind Überzahl, im Mitte ist Schwanz, gar nichts. Und der Rest steht hier und guckt so, was Jamal denn jetzt vorhat. Das ist doch kein Fußball, Mann, Leute. Ey, wenn ich dich nicht unterstütze. Ey, es ist kein Schach da draußen, Mann. Du kannst nicht alleine spielen. Wir müssen entweder zusammen oder gar nicht. Deswegen lass uns jetzt rausgehen. 3-0, egal. Versucht einfach irgendwie jetzt keine Klatsche zu bekommen. 8-9. Macht einfach weiter. Vielleicht machen wir noch ein Tor. Vielleicht wird es noch mal spannend. Probiert noch mal. Bravo, Ömer, bravo. So ist gut, Mosek, ey, so ist gut. Ich wusste, dass der reingeht. Mein Gott, Alter. Hoch. Zweite Ball. Sherwin, lass ihn doch nicht so einfach vorbei. Das ist zu einfach. Oh Mann, ey. Bringt er nicht. Ich kenne es eigentlich so nicht zu verlieren, erst recht nicht in dieser Häufigkeit. Das ist für mich eigentlich so fremd. Aschur, komm hoch! Wir brauchen Torwart, ey. Ins Tor! Kannst du das? Zu sagen, ja okay, vielleicht ist es besser, wenn ich aufhöre, wozu tue ich mir das an? Aber in demselben Atemzug denke ich mir, nein, deswegen hast du es ja gemacht. Ne? Du wusstest ja, worauf du dich einlässt und also so wie er kommt, ist auch wieder ganz schnell weg, der Gedanke. Ihr seid die Jungs, die Karre aus dem Dreck ziehen müssen, ja, ab März. Mit Friede, Freude und Liebsein hatten wir jetzt ein halbes Jahr. Jetzt ist wirklich Schluss. Ja, jetzt müssen wir sehen,
wer Mann ist und wer Maus ist. Ja? Ein paar Mäuse haben uns schon verlassen, ist okay, kann ich mit leben. Ja? Aber die, die hier sind, müssen sich der Aufgabe bewusst sein. Ich wünsche mir, dass jeder Vollgas gibt und dass wir natürlich nicht absteigen. Ne? Das ist auch das Familiäre, das ist das, was diesen Verein prägt oder ausmacht. Ja, dass da ein Wahnsinnszusammenhalt hängt. So, bestes Beispiel sieht man ja jetzt an diesen ganzen Niederlagen, die wir haben. Aber da wird irgendwie niemals irgendwie so schlecht geredet oder irgendwie gesagt, der ist schuld oder das ist schuld. Man versucht zusammen eine Lösung zu finden. Und das ist das Tolle an Jan Mosaic. Und lass uns Spaß haben, okay? Genau. Korrekt. Ja. Komm, okay, Jungs. Okay, Männer, komm. Komm. Heide Beiler! Diese Mann! Die!